Oh Gott, was haben die gemacht? Oh mein Gott! Das ist Körperverletzung! Er wollte nur noch einmal den Geschmack seiner alten Heimat erleben. Doch Deutschland hatte was dagegen. Die große Sushi aus dem Supermarkt Challenge. Sushi. Ja. Challenge. Es filmt. Ja, hey Leute, wir haben was. Wir haben was Geiles. Weil Senpai und ich, wir sind ja jetzt hier in Deutschland. Und wir haben gehört, es gibt jetzt ganz viel Sushi hier in Deutschland. Und das wollen wir jetzt probieren. Was hast du für ein Gefühl, Senpai, wie das schmecken wird? Ich habe Angst. Er hat Angst? Wir gucken mal, was es ist. Was haben wir denn hier? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Und Sojasauce. Also, wir probieren das jetzt mal. Ich reiß die Scheiße jetzt mal auf. Den nie zerstört. Hier, frische Siegel. So macht man das auf in Deutschland. Hab's gehört. So. Jetzt kommt der Knackpunkt. Ach du So, Leute, ja. Was mir gleich auffällt, ist das hier. Ich weiß nicht, was das ist. Ich glaube, das macht man sich in die Ohren oder so. Was vermutest du, Senpai? Ich hab's noch nicht gesehen. Das sieht verdächtig aus. Das sieht verdächtig aus. Dann sind das zwei Zahnstocher mit Zahnstochhalter, glaube ich. Oder? Was macht man damit? Wie geht's so schön in Deutschland? Das sind deutsche Dinge. Ach, das sind die Stäbchen. Das sind die Stäbchen, ja. Das sind germanische Stäbchen. Geil. Wie benutzt man die denn jetzt? Machst du jetzt so oder was? Was ist das? Warte mal, kann man die ausfahren? Was ist denn das? Das habe ich ja noch nie gesehen. Also wirklich nicht. Genau, das hier habe ich schon ein paar Mal. Nee, das habe ich auch noch nie gesehen. Obwohl. Guck mal, hier steht sogar auf Japanisch. Ja, Puder. Hier steht für Puderstiku. Ja, wer weiß es, was es bedeutet. Also, ja, diese kleinen Fische, die sind natürlich sehr typisch. Ja, da muss man jetzt hier seinen Mageninhalt auf das Zeug dippen. Ja, ganz vorsichtig. Ja, ganz vorsichtig werde ich jetzt dippen. Eigentlich macht man ja nicht so viel. Aber heute machen wir eine Ausnahme, weil es wird wahrscheinlich nicht schmecken. Warum ist denn hier eigentlich so 5 Liter drin und eigentlich... Egal. Was haben wir hier? Oh, Ingwer. Okay. Und was haben wir hier? Wasabi. Wasabi aus der Heimatproduktion. Das werde ich nicht probieren, ich hasse Wasabi. Dann gehen wir mal los. Wir testen jetzt mal. Danny, Senpai. Probiert. Wo soll ich starten? Wo soll ich starten, Senpai? Ja. Ja? Okay, dann nehme ich das. Ja, ja. Guck mal, wir nehmen mal hier so diese Proteinriegel. Jetzt bin ich mal gespannt auf die Konsistenz vom Reis. Auf die Nori. Und dieses Ding. Dieses Gummi-Ding, was drin ist. Irgendwas stimmt nicht. Aber ich weiß nicht was. Seht ihr das? Dieser Reis ist irgendwie so durchsichtig. Der ist so glasig, oder? Kann das sein? So als wäre der aus Glas. Ich weiß nicht, was das für eine Pampe eigentlich ist hier drin. Soll das Thunfisch sein oder so? Naja, was ist das hier? Gurke. Das ist lustig, weil das, ich glaube, das machen die mir halt mit einer deutschen Gurke. Und da schmeckt das irgendwie ganz anders. Schmeckt dann so wie Pickles, irgendwie diese Gewürzgurken. So ein bisschen hat das so ein Flair, keine Ahnung. Und hier gleich mal der erste Fehler, was ich sehe. Seht ihr es? Sesam. Das ist schon der erste Fehler. Ja. Sesam und Sushi. Was ist das? Ist das Fleisch? Ich probiere mal. So, wir haben es nicht geglaubt, aber Senpai muss jetzt selber in den Ring steigen, weil mir fehlen einfach die Worte bei diesem Sushi. Und jetzt gibt's Wasabi. Und so. Oh mein Gott, Senpai packt den Wasabi aus. Also mal so ein bisschen. Ist das geil? Geil. Ja doch, Wasabi riecht nach Wasabi. Ich tue es mal so in die Ecke rein einfach. Es riecht authentisch. Ich glaube, okay. So viel Wasabi brauche ich auch nicht. Das ist so tief. So, Ingwer fehlt natürlich auch noch. Mhm. Das heißt, alles, was der Danny mir übrig gelassen hat, das wird jetzt vernichtet. Oh geil. Ingwer, öffne dich. Ich tue einmal hier an den Rand. Wir haben noch keinen Platz. So, lieber Danny, was war dein Favorite bislang?
Okay, nächste Frage. Nächste Frage. Okay, wie hol ich das jetzt hier raus? Was war das wenigst Schlimmste, meinst du? Mir fehlen die Worte, aber ich brauche erstmal Senpai, um meine Worte, die ich nicht in Worte fassen kann, zu confirmen. Okay. Ich brauche einfach so eine Bestätigung. Senpai matscht ein bisschen rum, finde ich gut. Und ich fange jetzt hier erstmal einfach mit dem Erstbesten an. Ich hole ein bisschen. Mhm. Was habe ich hier drauf? Oha, jetzt und, geht's ab. Und die Sojasauce hast du ja schon drauf. Ja, ja, die habe ich das schon heißt, drauf. Das heißt, ich kraft dieser geilen Stäbchen. Itadakimasu. Oh. Ich glaube, Senpai, geht's wie mir? Also das Wasabi pfeffert schon rein. Okay. Muss man ein bisschen vorsichtig sein. Also das Wasabi schmeckt schon mal. Oder das Pfeffer zumindest. Also ich muss gestehen. Ja. Ich finde es jetzt nicht schlecht. Nicht schlecht. Was hast du jetzt probiert? Das war das? Ach, das mit diesem Eiweißstick. Wahrscheinlich. Mit diesem Krabbenstick. Also quasi die Reste aus der Fischverwertung. Was ist jetzt? Ich glaube, mir fehlen die Worte genauso wie mir. Ich probiere erstmal nochmal weiter. Genau, probier erstmal weiter. Du musst erstmal weiter testen. Jetzt. Ja. Und ganz kleinen, kleinen Wasabi-Fleck habe ich da rein. Geil. Ja. Das ist halt so insgesamt so. Mhm. So ein Stück weit japanisch, natürlich. Mhm. Aber irgendwie auch ein bisschen anders. Irgendwie auch nicht. Irgendwie nicht, ne? Weil ich stimme dir schon zu, die Konsistenz des Reises ist ein bisschen anders. Mhm. Und dann halt sowas wie Sesam, was du alles schon erwähnt hast. Ja, Sesam. Aber ich find's nicht schlecht. Also ich finde, wenn man seine Erwartungen da jetzt nicht zu hoch hängt, mhm, dann ist das durchaus essbar und gar nicht mal schlecht. Also ich finde es eigentlich sogar fast lecker. Fast lecker. Okay. Also wenn man seine Erwartungen runterschraubt, dann ist es okay. Sag mal so. Ich sag mal so, wenn du jetzt erwartest, das original japanische, mhm, richtig geile Sushi zu kriegen, dann wirst du wahrscheinlich enttäuscht sein. Oh ja. Aber wenn du die Erwartung ein bisschen senkst und irgendwie ja sowas Sushi-mäßiges halt, mhm, zu dir nehmen willst, dann kann man das schon machen. Einer geht noch. Ja. Und ich glaube, ich nehme den hier unten. Ja, nimm mal. Und dann darfst du den Rest verspachteln. Ich glaube, das ist so der Pseudo-Thunfisch. Genau, der sieht so Pseudo-Thunfisch aus, deswegen will ich den noch ausprobieren. Hier wieder vorsichtig mit dem Wasabi. Ist hier ist jetzt Lachs natürlich echt verdächtig, weil da der Sesam dran ist. Mhm. Und da ist das Nori so in der Mitte um den Lachs herum, sieht man das? Ja, ja, ja. Und das probiere ich jetzt mal. Das ist jetzt Senpais letzter Versuch. Mhm. Aller guten Dinge sind drei. Jetzt geht's los. Also ich finde es okay. Es ist nicht schlecht, aber es schmeckt, mhm, anders als in Japan. Mhm. Und der Sesam ist echt ungewohnt. Also das ist definitiv. Vielleicht sollten wir einfach mal erwähnen, warum wir ein Problem mit Sesam haben, weil das verstehen die meisten Zuschauer überhaupt nicht. Also in Japan ist einfach kein Sesam an Sushi. Ja. Das ist definitiv eine europäische Note hier. Mhm. Aber wie gesagt, wenn man die Erwartungen nicht zu hoch schraubt und, mhm, was Sushi-mäßiges haben will, finde ich das eigentlich voll in Ordnung hier. Dann ist es okay, ja. Definitiv essbar. Würdest du sowas da? Ja, ich glaube, Senpai hat genug, jetzt gibt es mir wieder. Sehr schön. Jetzt darfst du den Rest killen. Leute, jetzt kommt der Big Boss. Big Boss, ja, weil er ist groß und dunkel und voller Frischkäse. Und was ist denn das? Halt nochmal in die Kamera. Ich glaube, das ist Chili, Paprika, Tomate. Apfel? Was ist das? Schreibt's in die Kommentare, ich weiß es nicht. Ich baller mir das jetzt voll rein. Hm? Mmh. Oh Gott, was haben die gemacht? Oh mein Gott! Das ist Körperverletzung! Hm? Das ist wirklich Chili? Ach du Scheiße! Was du Scheiße! Ach du Scheiße! Was so? Das schmeckt ja furchtbar! Ach du Scheiße! Ich glaube, damit du auch ohne Wasabi Schärfe kriegst. Voll nett, oder? Die waren ja voll nett! Ja, voll nicht nett! Ich hasse scharfe Sachen! So. Also ich war... Gerade eben war ich noch neutral. Jetzt bin ich negativ neutral. So, gegenüber dem Sushi. Also ich glaube, wenn man keine Erwartungen hat und seine Erwartungen... Also dann trotzdem noch runterschraubt, dann ist es okay, dann kann man es essen. Aber sowas wie Frischkäse, das gehört da nicht rein. Sesam gehört da nicht rein, das gehört
Also, vielleicht, das verstehen jetzt viele wahrscheinlich nicht, weil sie es wahrscheinlich nur so kennen, aus Deutschland oder aus Europa. Aber Sushi in Japan ist immer sehr simpel. Ist aber eigentlich schon wie Reis und dann gibt es eine Zutat obendrauf, zum Beispiel Fisch oder ein Ei oder sowas. Da ist jetzt nicht so viel mit Frischkäse und dann noch ein Paprika und dann noch Sesam und dann noch irgendwas rein, sondern es ist immer so irgendwie 1 plus 1. Ganz simple. Einfach so 2 Zutaten und das ist dann ein Ding. Und ich glaube, in Europa findet man das nicht so geil, dass man einfach sagt, okay, wir haben da nur so einen Fischlappen drauf auf dem Reis. Und deswegen will man dann immer noch mal Avocado dazu haben, Zucchini und irgendwie Paprika und dann noch Frischkäse drauf. Aber es macht schon Sinn, dass die Japaner das sehr simpel halten. Was denkst du, Senpai? Jo. Jo. Unser Japan-Experte stimmt uns zu. Ja, weil in Europa ist anscheinend nur etwas wertig, wenn ganz viele Zutaten auf einmal zusammenkommen. Aber in Japan weiß man die Simplizität zu schätzen und den Geschmack der einzelnen Zutaten. Deswegen sollte man nicht zu viel erwarten von dem Sushi, aber es ist okay. Man könnte es essen. Also, wenn man noch nie in Japan war, dann ist es okay. Okay. Damit haben wir es schon. Aber unser. Aber haben wir es. Ich bin. Ey, der Frischkäse brennt immer noch im Hals. Ich keine Ahnung, was die da gemacht haben. Mit Nachbrenner. Da war jetzt kein Wasabi dran, oder? Nee, ne? Ihr habt's gesehen, wir haben ein Video befreit. Das ist so scharf aufs Frischkäse. Leute, macht nicht so einen Scheiß. So. Okay, dann, wenn euch das Video gefallen hat, dann abonnieren, kommentieren, liken, alles. Sharen, teils mit euren Freunden, damit die gewarnt werden vor Sushi aus dem Supermarkt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Also. Und wenn ihr selbst schon mal das Sushi aus gegessen habt, dann lasst uns wissen in den Kommentaren, wie es euch geschmeckt hat. Richtig. Also dann, haut rein.